Hallöchen, meine Freunde. Willkommen zur, ich würde mal sagen, letzten Folge als um die zwei BVG-Fahrzeuge und Co. Und zur letzten Folge des Jahres. Hier auf der Map X10 mit dem, wie ihr euch gewünscht habt, C2 von MX. Ich habe ja eine Umfrage auf Instagram gemacht und es war ziemlich eindeutig, es soll die Map X10 mit dem MXC2 sein. Wir sind auf der Linie 285 unterwegs. Wollt mal was anderes. Außerdem will bei mir die Linie X10 nicht. Ich würde sagen, fahren das gute Ding mal hoch. Hab die Zeit ein bisschen knapp eingestellt. Das ist ja der Gute. Wir fahren die, ich würde mal sagen, aktuellste Baureihe, nenne ich es jetzt mal. Die letzte Variante sozusagen, die gebaut wurde. So. Musste ganz kurz unterbrechen. Jetzt geht's auch weiter. Genau, das ist der GN21, 22. Ich bin da auch nicht so auf dem Laufenden. Wir sind die Linie 285. Ich würde sagen 1. Ja. Machen wir mal Licht an. Ach, das kann auch nicht sein, dass sie mich alle hier anschreiben, wenn ich Aufnahme mache. So, genau. Ich glaube, ich muss teils mit Pfeile fahren. Ich bin die Linie hier noch nie gefahren. Licht an. Und dann geht's los. Hallo. So. Achso, die Karte noch runternehmen. Und dann geht's los. Ja, das Jahr ist vorbei. Ich beende das Projekt hier, wie ich meine Seite benannt habe. Ich merke gerade, das ist ziemlich laut. Das ist echt normal. Am Hegewinkel. Und vor allem die Scheibenwischer anmachen. Hallo. Gibt es hier auch so einen? Ja. Ich muss sagen, der Bus ist echt... Hallo? Der Anblick war schon grausam. Waldtrautstraße. Der Bus ist schon echt gelungen, muss ich. Der ist wirklich der absolute Burner. Was ist hier los? Oder? Das kann doch nicht sein, dass hier... Schmuren uns einfach mal ein bisschen vor. Warum ist denn jetzt so großer Verkehr hier? Ach.
Ja, Dankeschön. Niemand rein? Boah. Na los. Oh, die KI ist der Hammer. U-Bahnhof Oskar-Helene-Heim. Ja, wie ihr seht, es ist nicht flüssig. Ich habe extrem Probleme mit meinem OMSI und neu aufsetzen werde ich das nicht. Da kommt das schon ganz gelegen, dass ich jetzt aufhöre. Ich weiß gar nicht, ob ich hier halten kann. Ich bin die Linie noch nie in meinem Leben gefahren. Muss ich sagen. Halte ich hier? In der 10 fährt hier. Gut, wir fahren dann einmal rum. Warum parkt der hier? So. Genau, nee, ich schließe das Projekt. Ich nenne es mal Projekt um die 2 BVG-Fahrzeuge und Co., wie meine Seite heißt. Schließe ich ab. Es gibt nichts mehr, was ich noch machen kann, weil OMSI ist so ausgeschlachtet, was das Thema BVG angeht. Es gibt nicht wirklich was Neues. Bis auf der C2, der jetzt hier ist, wird, glaube ich, nicht mehr wirklich was richtig Neues kommen. OMSI ist, was das angeht, durch. Außer irgendwelche Add-on-Entwickler sehen noch einen Grund, euch das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und noch mehr Kohle zu machen. Mit irgendwo, keine Ahnung, mit 40 Euro ADL Add-on. Darf ich hier stehen? Ja. Es geht. Ich muss sagen, es sind sehr viele Innenraumansichten. So. Machen wir jetzt mal ein bisschen zurecht. Wirklich losgefahren und schon 3 Minuten Verspätung. Lieb's. Gibt nichts, was mich mehr irre macht als Verspätung. Ups. Ich bin auch jetzt, glaube ich, das erste Mal richtig am Fahren. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Hallo. Ich glaube, hallo. Ich habe auf Instagram immer mal so ein paar Bilder geschossen. Bin Minitouren gefahren. Nicht wirklich. Hab die auch abgebrochen, weil ich keinen Bock mehr hatte. Weil es mit OMSI einfach bei mir durch ist. Ab und zu mal werde ich das noch spielen, aber einfach keine Lust und keine Zeit mehr dafür. Leise. Clay Allee 229. Bitte tragen Sie auch weiterhin eine FFP2 Maske. Please remember to wear an FFP2 Mask. Ups. Die darf laufen. Also ich muss sagen, der ist echt leise. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Ich habe das nicht zur Erinnerung, dass der, dass man vorne fast nichts vom Motor hört. Alles. Ich finde das echt cool. Dass ja auch noch komplett standalone ist. Also die haben sich echt Mühe gegeben. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Variante der eure Lieblingsvariante ist. Leichhardtstraße. So.
auch nicht von alleine. Schiffallee. Ich nehme die Folge ja recht spät auf. Ich denke mal, ich werde jetzt nicht so viel hier dran rumschneiden. Ihr werdet wahrscheinlich so die Originalaufnahme richtig zu sehen bekommen. Ich denke mal, wenn jetzt irgendwelche Lags sind, die zu lange dauern, dann werde ich das natürlich kürzen. Aber ansonsten kriegt ihr hier die volle Länge zu spüren. Scharfe Straße. Ich habe diese FPS-Probleme, seit ich ein Bad Hügelsdorf-Update hatte. Wann war das? Black Friday? So um die Black Friday-Zeit. Da habe ich mir auch eine neue Festplatte eingebaut. Ich habe zuerst gedacht, es liegt an der Festplatte, aber das kann gar nicht sein. Das war dieses Bad Hügelsdorf-Update, das mir so richtig viele Sachen zerschossen hat. Rein in die gute Stube. Hallo. Und der fährt sich auch richtig geschmeidig, muss ich sagen. Wird, glaube ich, mein neuer Lieblingsbus. Zehlendorf Eiche. Neben den Solaris. Das nervt richtig. Es nimmt auch echt den Spaß. Den Spaß. Der 4 GB-Patch ist auch drauf, ja? Ich weiß einfach nicht, woran es liegt. Es ist einfach wahrscheinlich mein Omsi. So viel Scheiße, wie ich auf der Platte habe, wird irgendwas dabei sein, was mich hier ausbremst. Noch nur 3,8 CPU. Ich glaube, die Grafikkarte, die hat hier gar nicht mit zu reden. Weiß ich nicht. Also ich habe gar kein Glück mit uns. Oh. Jetzt blockieren sich hier die zwei Doppeldecker oder was? Spulen wir mal die Zeit um eine Sekunde vor. Sowas kann ich leiden. Zehlendorf Eiche. Schon schön. S-Bahnhof Zehlendorf. Bitte tragen Sie auch weiterhin eine FFP2-Maske. Please remember to wear an FFP2-Mask. Ich glaube, ich muss die Reflexion abschalten. Das geht ja gar nicht. Ich habe keine Lust, das jetzt hier 100 Mal neu aufzunehmen.
das läuft immer noch nicht besser. Straße. Herein spaziert. Hallo. 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 Ja, hallo. 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 Herzlich willkommen. Nicht diese bescheuerte KI wäre. Vollpfosten. Schönauer Park. Also ich habe mir sagen lassen, die Software, die hier drauf ist, ist nicht ganz die richtige. Wobei ich aber sagen muss, mir gefällt die besser als die Originale, die wohl noch besser sind, so die vom BRT. Weil hier habe ich zumindest auch noch die Endhaltestellenansagen. Das spackt nicht so rum wie bei die, wie beim BRT und das AFA 4.10. Modelle sind jetzt auch nicht, aber ist der Bus. Ich muss schon sagen, der ist echt stark geworden. Da haben wir wieder ganz schön was gezaubert. Schweizer Hofpark. Ja, da werde ich ab nächstes Jahr, ich weiß nicht ab wann direkt, ich habe da noch keine Pläne, aber ich werde mein Instagram und meine Webseite und alles unter einen neuen Namen führen. Da bin ich noch am überlegen, welchen Namen ich dann nehme. Ich werde mich nicht mehr hundertprozentig auf BVG fixieren. Da werde ich mich schon ein bisschen erweitern, so auf Berlin und Umland, meinetwegen auch Hamburg oder so. Aber es soll nicht mehr 100% BVG sein. Ich sehe das so, es gibt halt nicht wirklich, was ich machen kann, wie ich schon sagte. Was du machen kannst, sind die Paints. Aber davon wird die Webdisk ja geflutet. Das ist, was ich meine. Also die Webdisk ist ja an sich schon so eine Repaint. Werkstatt. Da gibt es nichts Neues mehr. Da kam jetzt, da will ich auf dem Laufenden bleiben. Der Ebusco, den habe ich euch gezeigt. Ich habe da ein bisschen rum gefotoshoppt. Aber der hat mir echt gefallen. Der war zwar in der Early Access Phase. Aber dafür, dass der halt in dieser Phase ist, ist er schon ziemlich gut. Muss zwar dringend noch verbessert werden, aber das ist klar. Ich glaube, da werde ich euch auch noch auf dem Laufenden halten. Wenn ich schnell bin, schaffe ich sogar noch ein Video. Dann wird das hier nicht das letzte Video sein. Lehrstraße. Dann habe ich gesagt, das ist das letzte Video und das kommt wahrscheinlich noch eins. Je nachdem, wie schnell ich bin. Thank you.
So. Am Birkenknick. Bitte tragen Sie auch weiterhin eine FFP2-Maske. Trage ich nicht. Please remember to wear an FFP2-Mask. Ich habe einfach heute oder gestern, welcher ist heute? Der 29. Ich habe so kurz nach Weihnachten erfahren, dass einfach hier, wo ich Bus fahre, gar keine Maskenpflicht mehr ist. Ich bin immer in einem Bus gewesen, wo kein Schwein drin war, außer ich und der Busfahrer. Ich, der Esel, immer zuerst. Habe ich eine Maske getragen? Ich hätte die gar nicht tragen müssen. In der Bahn, ja. Und wenn der Bus voll ist, ja, klar. Aber wenn der Bus leer ist, warum trage ich da eine Maske? Ist ja auch alles bald vorbei, hoffentlich. So, jetzt, komm, los. Geht doch. Meine Güte. Ich glaube, wenn es ein Update von OMSI nochmal geben sollte, wenn man sich wünschen könnte, was ist, ist, glaube ich, die KI, die dringend verbessert werden muss. Alles andere ist mir egal. Die scheiß Fehler, die OMSI hat, die KI ist, glaube ich, mir so am wichtigsten. Ihr werdet auch mit der Zeit, also im Laufe des Jahres 2023, auch weiterhin Updates von Panko Nord erhalten, aber auch nicht mehr so regelmäßig. Am Birkenknick. Bitte tragen Sie auch weiterhin eine FFP2-Maske. Please remember to wear an FFP2-Mask. Damit ich auch vorankomme und richtig Folge richtig weiterkomme, muss ich auch mal einen Monat oder zwei Monate lang das Update ausfallen lassen. Damit ich auch mal weiterkomme. Am Rehwechsel. Hier muss ich mir keine Sorgen über Fahrräder machen. Obwohl das auch ein schönes Update wäre bei X10. Aber die Hamburger Fahrräder, ich habe die aus meiner Map genommen, weil die ja so verbuggt sind, wenn ich so im Logfile reinschaue. Auch wenn ich Hamburg fahre, ich bin verabredet, habe ich nur Fehler. Meine Logfile wird nur vollgeschrieben von den Fehlern der E-Scooter und Fahrräder. Was ist denn das? B-Scooter. Ich glaube, ab hier brauche ich die Pfeile. Ich glaube, das ging jetzt hier rum. Aber wo, weiß ich auch nicht. Wir verlassen jetzt nämlich die X10-Map gleich und gehen auf eine andere private Map-Variante. Ich werde euch mal Instagram von dem Mapbauer verlinken.
Das hat er echt großartig gemacht. Ich glaube auch mit diesen, wenn mich das nicht alles täuscht, mit diesem Grafikmod, wo der Himmel anders aussieht, neuer Schnee ist und so weiter, sind auch neue Sounds hinzugekommen. Die Umgebungs-KI, die hört sich ganz anders an. Gar nicht geblinkt. Wupperstraße. Ich möchte hier nochmal so einen kleinen Reminder reinbringen. Die Map befindet sich noch komplett in Entwicklung, weshalb hier nicht alles 100% fertig aussehen kann. Wobei ich der Meinung bin, das sieht schon echt gut aus. Da hat er sich echt viel Mühe gegeben. Nee, doch nicht, du bist nicht dran. Das ist Pech. So. Ist alle ausgestiegen oder was? Tatsache. Wieso fährst du nicht? Achso. Ich sollte mal die Sperre rausnehmen. Ich blinke ja noch. Ich vergesse es wieder. Ich sehe das auch gar nicht. Schon wieder losmeckern. Aber das Problem habe ich auf allen Karten. Nicht nur auf eigenerstellte oder von anderen privat erstellte. Das wirklich habe ich auch bei Hamburg, bei Bremen, X10, BRT. Ich glaube, ich komme gar nicht drum rum, eine Neuinstallation zu machen. Ja, euch auch ein Hallo. Berliner. Wenn die jetzt hier aussteigen müssen, weiß ich nicht. Das wäre keine 100 Meter gewesen. Schön, schön. Machen wir ein schönes Foto. Ich finde ja auch die Leasing-Variante Hammer.
Ich war ja schon von Anfang an Fan der Leasing C2. Weil ich mit denen ja früh fast täglich zur Schule gefahren bin. Oder meine Schwester zur Schule gefahren hat. Begleitet hat es so rum. Guten Tag. Guten Tag. Guten Rutsch wünsche ich euch. Rutsch rein. Ich eigentlich? Nö, Heizung regelt sich von allein. Gar nicht dran gedacht, die Heizung einzuschalten, aber anscheinend läuft die automatisch. Also ich denke mal, ich werde vielleicht auch nächstes Jahr noch ein paar Videos hochladen. Mal schauen, welche Maps es dann sein werden. Tut mir leid, Leute. Tut mir leid. Geht's euch gut? Euch helfen? Hilfe holen? Bitte helfen Sie mir. Ich finde die Version irgendwie viel schöner als dieses. Hier, wie hieß das? Glühwürmchen-Muster, glaube ich, hieß es. Urban Jungle, so. Da finde ich hier dieses Nachtlinien-Sitzmuster schöner. Weiter. Ich glaube, ich muss auch nochmal zur Umsi-Fahrschule. Hallo, guten Tag. Ja, ja, hallo. Haltestelle. Gar nicht drauf geachtet. Der Profi hier wieder. Guten Tag. Guten Tag. Manni. Ich hab Vorfahrt eigentlich, ne? Na Leute. Ich werde es ein bisschen verspätet verfolgen. Jetzt kommen jetzt gar keine Ansagen mehr, ne? Schick dich gerade so. Ich habe zwar Auxi noch mit an, aber ich will jetzt nicht diese Text-to-Speech-Ansagen haben. Hallo. Hallo. Also hallo, genau.
Mann, ey, bleibst doch, du Vollpfosten. Das ist ja unglaublich. Also, der hat da seinen Führerschein gewonnen. Der hat seinen Führerschein gewonnen, oder was? Unmöglich. Ich glaube, ich kann das mal probieren, ohne Pfeile zu fahren. Das sieht viel schöner aus. Blinke. Der Blinker geht nicht von alleine aus, kann das sein? Ich bin das gewohnt, dass der von alleine ausgeht, aber der schaltet sich hier nicht von alleine ab. Mensch Leute, da haben wir das ja doch auch geschafft. Wir dürfen zu Silvester wieder böllern, was das Zeug hält. Das ist doch. Und solange die Leute alle Geld für Knallzeug haben, sollen sie dann rumheulen, wa? Hallo. Meter laufen hier vorne. Der war schmutzig. Mal schauen, ob ich mir die Mühe mache, die Ansagen nachzusynchronisieren. Das hat schon was, dieser gelbe Himmel. Ich brauche noch ein bisschen Content anderweitig für den Zimmer. Ja. Los. Fällt aber früh ein. Mann, Mann, Mann. So, ich habe gesehen, man kann die Dinger hier runter machen. Jetzt bin ich zufrieden. Kann man... Es gibt doch gar keine Seitenschilder mehr, ne? Ist mir auch aufgefallen.
Schade. Der Beschleuniger war ganz schön schleppend. Irgendwas stimmt gerade nicht. Der bremst und beschleunigt. Hallo. Ich spur mich gerade. Hallo. Display dunkel machen. Hier war ja auch zu spät. Wuchs nämlich auch der Bildschirm hier. Ich echt komisch gerade. Der kommt nicht vom Fleck. Hier war doch das ein Jobs, so ein Jobcenter, ne? Center? Hallo. Und wieso? Keine Ahnung. Ich war hier schon mal, das weiß ich. Ich bin aber aus Langwitz gekommen, glaube ich. Natürlich liegt's an den 4 Metern. Gefühlt, die ich jetzt niemand rein und rauslassen kann. Wo sind wir denn? Wir sind Händelplatz. Okay. Aber der sagt was anderes. Karmelplatz. Ah ne, hier, das Sound. Okay. Na los. Stehen jetzt hier alle. Müssen wir uns aber beeilen. Sonst stehen wir hier wieder so lange. Verspätung wieder schön voll gemacht. Ohne mich. Das war noch.
Hirschgrün. Ich hätte gar nicht rübergedurft, aber ich habe ja keinen Führerschein, ich darf das nicht wissen. Oder zu spät realisieren erst. Fährt der Gute? Mach mal den Pferde. So, dann sind wir schon angekommen am Ziel. Ich weiß es nur nicht, ob die hier rausgelassen werden. Oh! Boah, fährt der Scheiße. Ja! Fährt der da, das ist ja unglaublich. Der hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? Willkommen in Berlin. Albtraum. Ich glaube, Ausstieg war hier um eine Ecke. Hier ist ein Bäcker. Den kann ich euch empfehlen. Hier ungefähr. Da ist ein Bäcker drin. Der macht richtig leckeren Kaffee. Rauslassen? Nee. Ich glaube, ich muss rumfahren, ne? Ja. Schaffe ich das? Nee, schaffen wir nicht. Natürlich nicht. Das ist aber auch eng gemacht hier. Eng, eng, eng. Das ist dann echt nicht so eng hier. Hier können sie aber raus. Tschüss. Bus endet hier. What the fuck? Das war's, genau. Der schildert nicht mit seinem na, vollen Beleuchtung nicht. Fahrt endet hier, sondern Bus endet hier. Wo? Bus endet hier. Geh mal weg. Ne? So, wir sind angekommen, Leute. Wir fahren aber einmal schön rein in der Hood. Einmal schön ausholen. Ich glaube, wir fahren mal regulär ab. Jo, wir fahren mal so oder so ab. Okay, dann sind wir angekommen. Schnee hier unten. Können wir hier Fahrt mit hier? Nee. Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Sollte dieses Jahr kein weiteres Video rauskommen, ich plane noch eins, aber sollte das hier das letzte sein, möchte ich mich bei euch allen erstmals vielmals bedanken, dass ihr immer reingeschaut habt, dass ihr immer ein Like oder einen Kommentar da gelassen habt. Ein Kommentar jetzt nicht, ich glaube, die sind sehr kommentararm, aber ein Like, dass ihr immer geliked habt,
dass ihr mal reingeschaut habt, möchte ich mich herzlich bei euch bedanken. Ich wünsche euch einen guten Rutsch, ein gesundes Neues und ich hoffe, man hört und sieht sich im nächsten Jahr.